Wir wissen das auch aus dem Militär schon lange. Jeder Soldat ist ein potenzieller Kriegsdienstverweigerer, ein Kriegsgegner, auch Deserteur. Wir kennen eine ganze Menge davon. Einer ist hier unter uns, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, auch aus dem Irakkrieg. Ich nenne nur mal Chris Kapp Schubert. Es gibt viele andere, die regelmäßig im Militär, im Einsatz dann doch zur Besinnung kommen, und es geht ungefähr so. Das ist jetzt natürlich hier ein spaßiges kleines Püppchen, aber das Kasper-Theater, das machen uns natürlich andere vor, und das ist natürlich die große Frage, wer sind die Puppen, wer sind die Spiele? So. Hört ihr diese Mandoline da auch schon? Ja, immer. Da geht sowas. Passt doch zusammen nachher. Soldaten tragen Sturmgewehre, ziehen in die Welt, damit sie besser helfen können für euer gutes Geld. Tritra, Trullala, seid ihr alle da? Schuld ist nur das Krokodil, die Kinder schreien Hurra, Hurra! Den Kasper spielt der Steini, die Uschi Polizist. Wir sind die Guten, sagen sie, weil das halt so ist. Wir sind die Guten, sagen sie, weil das halt so ist. Ja, ich stehe heute alleine. Manchmal übernimmt das Solo dann noch jemand anders, dann bricht mich gleich der ganze Rhythmus weg. Zweite Strophe. Sie wollen der Prinzessin helfen, so geht die Geschichte. Dass sie an ihren Goldschatz wollen, erzählen sie uns nicht.